Es gibt keine Hölle, hier die Beweise. Die Definition Hölle für dieses Video ist ein Ort, wo Seelen unendlich lange brennen müssen, nur weil sie keine Muslime waren bzw. keine Christen. Weil dieser Nichtglaube an den Allah oder an den Jahwe reicht da schon aus, dass man in die Hölle kommt, laut Islam und Christentum. Fakt ist, du glaubst an die Hölle, ist gleich du glaubst an den falschen Gott. Die Behauptung, dass die Hölle existiert, hält der Faktenlage und der Logik in keinster Weise stand. Sie kann somit nicht wahr sein. Die Frage ist, warum glauben viele Menschen daran? Und das, obwohl das Mittelalter längst vorbei ist. Sie glauben deswegen daran, weil sie einen Fehlschluss machen. Es gibt wissenschaftliche Wunder in der Bibel oder im Koran, plus es gibt erfüllte Prophetien. Des Weiteren gibt es die historische Tatsache, dass Jesus wieder auferstanden ist, angeblich. Dann sollen angeblich Koran und Bibel unverändert sein. Außerdem sollen die Apostel von diesen Büchern echte Wunder getan haben. Und auch wird immer von Zeichen und Wundern berichtet, die die Menschen im Islam und im Christentum haben. Und aus diesen Punkten, die ich jetzt aufgezählt habe, schließen die Christen und Muslime gerne, dass dadurch automatisch alles andere, was im Koran und in der Bibel steht, auch wahr ist, weil sie daraus schubladisieren, dass ihr Buch das Wort Gottes schlechthin ist. Und wenn alles wahr ist, was in diesen Büchern steht, muss es auch die Hölle geben. Das ist so deren Argumentationskette. Dabei merken die einfach nicht, dass das ein Fehlschluss ist. Selbst wenn all diese Dinge wahr sind, ist das noch lange kein Beweis dafür, dass alles andere in deren heiligen Schriften auch wahr ist, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun und zum anderen gibt es eventuell andere Erklärungen für diese Dinge hier, außer dass deren Religion die Wahrheit ist. Das heißt, so funktioniert das nicht. Eine heilige Schrift darf keinen einzigen Fehler enthalten. Sobald ein Fehler enthalten ist, ist diese Schrift nicht mehr von Gott und damit sind die Aussagen darin einfach nur leere Behauptungen. Wenn sowohl die Bibel als auch der Koran von einer sechstägigen Schöpfung berichten, die von Christen und Muslimen dann meistens auch noch wörtlich genommen wird, dann haben wir einen ganz klaren wissenschaftlichen Fehler drinnen, was ja auch der Grund dafür ist, warum viele Christen und Muslime einfach die Wissenschaft ignorieren und ihre Religion über die Wissenschaft stellen. Und dadurch sind diese Bücher, Koran und Bibel, ganz sicher nicht von Gott. Das heißt also, die Behauptung, dass es eine Hölle gibt, ist abzulehnen und mit der Faktenlage und mit der Logik abzugleichen, um zu sehen, ob sie denn existieren können und Spoiler, diese beiden Höllenvorstellungen existieren definitiv nicht. Wenn man beweisen kann, dass es keine Hölle gibt, dann sind Bibel und Koran, die von der Hölle sprechen, falsch. Und der Allah und der Jahwe existieren dann nicht. Ich empfehle dazu auch den Livestream von dem Kanal Atheismus TV, wo auch mal über die Hölle gesprochen wurde. Dort gab es einen guten Vortrag und in diesem Vortrag wurden folgende Fakten genannt. Zunächst einmal gab es ein Tal Hinnom, wovon das Wort Gehenna abstammt. Und dieses Tal befand sich an einem Berg von Israel in der Nähe von Jerusalem. Ähnlich klingt es auch im Islam Jahannam. Der Martin Luther hat Gehenna mit Hölle übersetzt und diese Gehenna ist eine Müllhalde, wo Leichen von Gesetzesbrechern verbrannt worden sind. In der Bibel wurde das Wort Hölle unterschiedlich oft übersetzt. Das heißt, man hat verschiedene Bibelvarianten, wo das Wort Hölle unterschiedlich oft vorkommt. Und aus alten heidnischen Traditionen wurde auch noch diese Vorstellung von einer Unterwelt übernommen, und zwar genau dort, wo die abrahamitischen Religionen entstanden sind. Also eigentlich müsste es jetzt schon vorbei sein. Weitere ganz klare Belege gegen die Hölle sind positive Nahtoderfahrungen und auch positive Nahtodkontakte von Menschen, die weder Moslems noch Christen sind. Auch die Reinkarnationsforschung und die Rückführungen beweisen ganz klar, dass die Behauptung falsch ist, dass es nach dem Tod eine ewige Hölle geben wird und davor gab es nur ein Leben. Jetzt müssen wir uns aber auch in diesem Video die negativen Nahtoderfahrungen anschauen.
Und da gibt's Logikprobleme. Da gibt's zum Beispiel dieses eine Mädchen aus Ecuador, das gesagt hat, dass es den Gott gefragt hat, warum holst du die Menschen aus der Hölle nicht wieder raus? Und Gott sagte, weil ich sie nicht da rausholen kann. Ja, das macht keinen Sinn mit einem allmächtigen Gott. Auch gibt es bei The Vision dieses Video von der einen Frau, die gesagt hat, dass der Gott irgendwie mit ihr fertig gewesen ist. Ja, er hat mit ihr abgeschlossen, so nach dem Motto. So als ob dieser Gott die beleidigte Leberwurst gespielt hätte. Also wenn es bei diesen Berichten von negativen NATO-Erfahrungen zu Logikproblemen kommt, zu widersprüchlichen Aussagen, die keinen Sinn ergeben, dann muss man diese wirklich in Frage stellen, diese negativen NATO-Erfahrungen. Zudem müsste es jetzt noch keine negativen NATO-Erfahrungen geben, weil sowohl aus islamischer Sicht als auch aus christlicher Sicht kommen die Menschen jetzt noch nicht in die Hölle, sondern erst am Tag des jüngsten Gerichts, wenn die Endzeit vorbei ist, und davor befinden sich die Menschen im Totenreich oder unter der Erde so lange. Das heißt, die Menschen müssten jetzt noch nicht in der Hölle sein, wodurch es jetzt noch keine negativen NATO-Erfahrungen geben dürfte. Des Weiteren sagt die Bibel, dass einem jeden bestimmt ist, nur einmal zu sterben. Und es ist immer sehr lustig, wenn Christen von NATO-Erfahrungen berichten und dann sagen, ja, ich war wirklich tot, damit die Atheisten nicht die Möglichkeit haben zu sagen, du hast es alles nur eingebildet. Obwohl die Bibel sagt, dass das nicht sein kann, weil man dann einmal stirbt. Und hinzu kommt auch noch, dass die negativen NATO-Erfahrungen in einer deutlichen Minderheit sind. Und diese deutliche Minderheit ist ein Widerspruch zu der Aussage, dass die Masse in die Hölle gehen würde. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, was ist, wenn der Satan einfach täuscht, ja? Wenn der Satan einfach positive NATO-Erfahrungen täuscht, sodass die Menschen glauben, sie kommen in den Himmel, dabei kommen sie später in die Hölle. Das ist erstens eine fundamentalistische Aussage, einfach nur um die Diskussion nicht zu verlieren, eine Ausrede, die man gefunden hat. Einfach behaupten, die NATO-Erfahrungen, die von meinem Weltbild abweichen, sind automatisch vom Satan getäuscht. Des Weiteren ist das sehr empathielos. Weil stell dir mal vor, du bist jetzt ein Christ, hast deine Mutter verloren und die erscheint dir dann als Nachtodkontakt und sagt dir, hey, ich bin jetzt an einem besseren Ort und dann kommt ein Moslem daher und sagt dir, ja, das war ein Dämon, der dich getäuscht hat. Das ist absolut empathielos und umgekehrt natürlich genauso. Jetzt schauen wir uns mal das Szenario an. Was wäre, wenn wir bei positiven NATO-Erfahrungen Satans Täuschung hätten, wenn wir das davon ausgehen, dass Satan positive NATO-Erfahrungen fälschen kann. In diesem Fall hätten wir drei Fehler, die Gott gemacht hätte. Er hätte erstens die Menschen so programmiert, dass wir das glauben, was wir erfahren. Das heißt, wie soll ein Mensch, der eine positive NATO-Erfahrung gemacht hat, daran glauben, dass das eine satanische Täuschung sei? Zweitens, er gibt dem Satan die Möglichkeit, NATO-Erfahrungen zu fälschen, wo man sich die Frage stellen muss, was sich dieser Gott dabei gedacht hat. Und drittens, wo ist die Warnung in den Heiligen Schriften? Wo ist die Warnung davor im Koran oder in der Bibel? Wenn sowohl die Bibel als auch der Koran nichts über NATO-Erfahrungen sagen. Weil die Bibel, Gott weiß doch genau, dass positive NATO-Erfahrungen, die der Behauptung widersprechen, dass alle Nichtchristen und alle Nichtmuslime in die Hölle kommen, der Beweis schlechthin gegen das Christentum und gegen den Islam wäre. Und wenn der Satan die Möglichkeit hat, diese sogenannten gefälschten Beweise zu liefern, hätte der Bibelgott und der Korangott die Menschen doch davor warnen sollen. Hat er aber nicht. Jetzt müssen wir uns die Variante anschauen, was wäre, wenn negative NATO-Erfahrungen Satans Täuschung wären. Das wäre natürlich besser, weil dann gäbe es keine fatalen Konsequenzen, weil nehmen wir an, es gibt keine Hölle, aber es gibt trotzdem negative NATO-Erfahrungen und die sind wiederum astral getäuscht. Dann kommt es dazu, dass das ja keine fatalen Konsequenzen hat, wenn man das falsch glaubt. Während man bei positiven NATO-Erfahrungen, die eine Täuschung wären, es ja wohl fatale Konsequenzen gibt, wenn man das falsche glaubt. In unserem Weltbild aus der Esoterik wird gesagt, dass es die unteren Astralwelten gibt. Da gibt es dann dämonische Wesenheiten und diese Wesenheiten sind Meister der Täuschung und können somit NATO-Erfahrungen fälschen. Wenn du ein böser Mensch warst und eine niedrige Schwingung hast, machst du dich resonanzfähig für die unteren Astralwelten, wodurch du dann dort anfällig bist, getäuscht zu werden. Aber das hat auch einen höheren Sinn, weil dadurch hast du die Möglichkeit, genug Motivation zu bekommen, um schnell ein besserer Mensch zu werden und somit von einem bösen Menschen zu einem Menschen zu werden, der immerhin lernt, ein guter Mensch zu sein, weil er ja jetzt genug Motivation hat, um sich zu ändern. Das heißt, sogar negative NATO-Erfahrungen haben aus unserer Perspektive
eine Daseinsberechtigung, selbst dann, wenn es keine Hölle gibt. Jetzt schauen wir uns die Logikprobleme mit der Hölle an. Jeder Mensch, der an die Hölle glaubt, ist kognitiv dissonant, und das werde ich jetzt auch gleich beweisen, anhand von zahlreichen Beispielen. Jeder Mensch, der die Logik richtig anwendet, muss aufhören, an die Hölle zu glauben. Es geht nicht anders. Erstens, das freie Wille-Paradoxon. Es wird gesagt, dass Gott uns einen freien Willen gegeben hat und dass er gleichzeitig freiwillige Seelen will. Aber gleichzeitig lässt er uns genau zwei Möglichkeiten. Entweder und wir unterwerfen uns seinem dogmatischen Konstrukt oder wir müssen die Ewigkeit in der Hölle verbringen. Das heißt also, wir sind gezwungen dazu, die erste Wahl zu treffen, weil die zweite Wahl eine zu große Bedrohung wäre. Wir haben also keine Wahl, wir müssen die erste Wahl treffen, weil die zweite Wahl unendliches Leid wäre. Das heißt, dieser Gott, der uns einen freien Willen gegeben hat, ist ein Heuchler, wenn er uns nur diese beiden Möglichkeiten lässt. Und es ist immer ziemlich lustig zu sehen, wie dann Menschen sagen, dass dieser Gott dann auch noch gesagt hat, dein Wille geschehe, wenn du in die Hölle kommst. Ja, das ist einfach nur zynisch, weil natürlich will man da nicht hin. Zweitens, das Wille-Gottes-Paradoxon. Will Gott, dass es eine Hölle gibt, ja oder nein? Wenn nicht, dann muss man sich die Frage stellen, warum lässt er zu, dass es sie gibt? Und wenn ja, was sagt das über ihn aus, wenn er will, dass es eine Hölle gibt? Nächster Punkt, das Allwissenheitsparadoxon. Weiß Gott schon von Anfang an, wie viele Menschen in die Hölle gehen würden oder ob ich dahin komme? Natürlich weiß er das als Allwissender. Er kennt alle Koordinaten der Menschen und weiß somit ganz genau, ob es überhaupt Zeitlinien gibt, dass sie zum Glauben finden oder nicht. Er weiß ganz genau, wovon unsere Glaubenssätze abhängig sind, welche Koordinaten wir haben, wodurch wir zu welchen Schlussfolgerungen kommen. Und somit weiß er ganz genau, welche Zeichen er schicken müsste, um den Menschen zuverlässig dazu zu bringen, an die Hölle zu glauben. Und er weiß auch ganz genau, welche Zeichen nicht funktionieren würden. Das heißt, am Ende muss man sich bewusst machen, dass Glaube keine Entscheidung ist, weil der Glaube ist abhängig davon, was wir erfahren haben, welche Prägung wir haben, etc. Das heißt, am Ende entscheidet Gott letztlich darüber, wer in die Hölle kommt und wer nicht, weil wir komplett abhängig davon sind, was wir geliefert bekommen. Und es ist immer sehr lustig, wenn Christen und Muslime sagen, dass sie durch ein Wunder, wofür sie nichts können, zum Glauben gefunden haben, wodurch sie quasi selber sagen, dass die Gnade rettet, wodurch Himmel und Hölle zu einer Lotterie wird, weil du ja komplett darauf angewiesen bist, ob Gott dich wachzaubert oder nicht. Das heißt also Fazit, der allwissende Gott weiß von Anfang an alle Zeitlinien und wenn es keine Zeitlinie gibt, wo ein Mensch zum Glauben findet, dann muss man sich die Frage stellen, warum dieser Mensch überhaupt erst erschaffen wird. Und wie gesagt, es ist seine Entscheidung, ob ich dahin komme oder nicht, weil Glaube keine Entscheidung ist. Sondern letztendlich entscheidet Gott darüber, wer aufwacht und wer nicht. Nächster Punkt, das Gerechtigkeitsparadoxon. Die Gerechtigkeit ist von Verhältnismäßigkeit abhängig und ganz bestimmt nicht von dem Maßstab, den ein Gott gesetzt hat, wie Fundamentalisten immer sagen. Weil ein Gott hat uns mit einem Gerechtigkeitssinn ausgestattet und es kann nicht sein, dass er uns mit einem falschen Gerechtigkeitssinn ausgestattet hat, welcher von seinem Maßstab abweicht. Das macht keinen Sinn. Zunächst einmal muss man sich die Frage stellen, wie es sein kann, dass wir eine begrenzte Anzahl von Sünden begehen und eine begrenzte Zeit auf dem Planeten verbringen, aber wir gleichzeitig ewig brennen sollen. Das ist objektiv betrachtet und verhältnismäßig. Und eine Frage, die jedem Christen und jedem Moslem das Genick bricht, ist, was ist mit einem Kind, wenn es stirbt? Wenn es in die Hölle kommt, ist das ungerecht. Wenn das Kind allerdings in den Himmel kommt, und es gibt nur zwei Möglichkeiten, es kann nur in den Himmel kommen, dann ist es auch ungerecht, weil dann hat es einfach im Lotto gewonnen, früh genug gestorben zu sein, um automatisch in den Himmel zu kommen. Und dadurch ist es in beiden Fällen ungerecht und somit ist in beiden Fällen der Bibelgott und der Korangott ein paradoxes Wesen, welches nicht existieren kann. Dadurch macht die Hölle Gott zu einem paradoxen Wesen. Daraus folgt, dass die Hölle nicht existieren kann, zwingend. Und das wiederum führt dazu, dass ein Gott nur dann existieren kann, wenn es keine Hölle gibt. Beziehungsweise, dass Gott nur ohne Hölle existieren kann. Weiterer Widerspruch, das Liebe-Gottes-Paradoxon. Gott ist die Liebe, aber er legt geistige Gesetze fest,
die unendliches Leid für Milliarden von Menschen bedeuten, insbesondere wenn er von Anfang an weiß, in seiner Allwissenheit, dass Milliarden Menschen später unendliches Leid ertragen müssten, und wenn er geistige Gesetze festlegt, obwohl er weiß, dass diese geistigen Gesetze unendliches Leid für Milliarden von Menschen bedeuten würden, dann muss man sich die Frage stellen, was hat das noch mit einem Gott der Liebe zu tun? Es ist seine Entscheidung, wie die geistigen Gesetze aussehen. Das heißt, er entscheidet darüber, ob es eine Hölle gibt oder nicht. Er entscheidet darüber, wie lange sie dauert, und er legt auch fest, wann man dorthin kommt. Und wenn diese geistigen Gesetze dazu führen, dass unendliches Leid für Milliarden Menschen sein wird, und all diese Entscheidungen nichts, aber auch gar nichts mit Liebe zu tun haben, dann haben wir einen Gott, der sich selbst verleugnet. Plus haben wir einen Widerspruch zu der Aussage, dass Gott bedingungslos liebt, wenn er gleichzeitig Bedingungen geschaffen hat, die du erfüllen musst, um nicht in die Hölle zu kommen. Nächster Punkt, das Ziel Gottes Paradoxon. Wenn es eine ewige Hölle gibt und Gott das Ziel hat, dass keiner dorthin kommt, versagt er bei 6 Milliarden Menschen mindestens, das zu erreichen, was er möchte. Nächster Punkt, das Nur-Nachteile-Paradoxon. Was hat ein Gott davon, dass es eine Hölle gibt? Davon hat niemand irgendetwas. Davon hat derjenige, der dorthin kommt, nie was. Davon hat Gott nichts. Der Einzige, der davon profitiert, wäre der Teufel, weil der bedankt sich bei Gott dafür, dass so viele Milliarden Menschen in seine Hölle kommen. Dass das passiert, was er möchte. Und warum sollte Gott etwas zulassen oder gar erschaffen, wovon niemand, absolut niemand profitiert? Wo alle Parteien einen Nachteil haben. Sowohl Gott, weil er nicht will, dass das passiert, als auch die Seelen, die nicht wollen, dass das passiert. Das nicht notwendig Paradoxon. Wenn es eine andere ausgleichende Gerechtigkeit gibt, ja, Karma und Reinkarnation zum Beispiel, oder die unteren Astralwelten etwa, und diese ausgleichenden Gerechtigkeiten objektiv verhältnismäßiger sind und damit gerechter sind, dann ist die Hölle komplett unnötig und überflüssig. Warum sollte Gott also etwas erschaffen, was total unnötig ist, was nur Schaden anrichtet? Das Unwissenheitsparadoxon. Es gibt keine Beweise für die Hölle, aber es gibt Beweise und Logik dagegen. Das heißt also, die einzige Möglichkeit ist es, blind daran zu glauben. Das heißt, man kann nicht davon wissen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, um in die Hölle zu kommen, ist es, als Unwissender das zu tun. Weil hätte man es gewusst, dann hätte man sich auch anders entschieden. Dann hätte man auch diesen Gott angenommen und so weiter. Und seine Gebote befolgt und dergleichen. Und hätte alles getan, um da nicht hinzukommen. Und jetzt ist die Frage, bestraft Gott dich für deine Unwissenheit, wofür du nichts kannst? Jetzt kommen natürlich die Ausreden der Höllendogmatiker, und das sind immer die gleichen. Es ist immer das gleiche Muster, es sind immer zwei gemeinsame Nenner. Erstens, es wird das eigene Weltbild vorausgesetzt, als wahr vorausgesetzt, und zweitens, man verwechselt Feststellungen mit Urteilen. Erstens, die Hölle ist doch nur die Abwesenheit Gottes, du hast dich gegen Gott entschieden, also musst du die Ewigkeit in der Abwesenheit von Gott leben. Diese Aussage setzt voraus, dass genau dieser Gott existiert und kein anderer, der keine Hölle zugelassen hat, wie zum Beispiel unserer. Zweitens legt dieser Gott immer noch fest, was mit den Menschen passiert, die nicht an diesen Gott geglaubt haben. Drittens kann man sich nur gegen Gottes Konzepte entscheiden und niemals gegen Gott per se, das funktioniert nicht, weil ich kann nicht sagen, ich weiß, dass der Allah existiert, jetzt sündige ich und dann nehme ich in Kauf, dass ich unendlich lange in der Hölle brenne. Das macht keinen Sinn. Als nächstes haben wir, ein Gott weiß doch, dass ich ganz sicher nicht in der Hölle landen will. Das heißt also, er weiß ganz genau, dass ich es spätestens dann bereuen würde, wenn ich dort bin. Und dadurch weiß er, dass ich mich eigentlich anders entschieden hätte, wenn ich es doch nur gewusst hätte. Und unser Gott hat das übrigens ganz anders gelöst, was wir später noch sehen werden. Nächste Ausrede. Du erlaubst dir ein Urteil über Gott und schreibst ihm vor, was er zu tun hat. Dieses Argument setzt schon wieder voraus, dass dieser Gott existiert. Und ich mache keine Urteile, sondern lediglich Feststellungen darüber, dass das ungerecht ist, was dieser Gott macht. Und ich mache Feststellungen darüber, wie er es objektiv besser machen könnte, weil ein anderer Weg zielführender gewesen wäre. Nächste Ausrede. Gott macht die Regeln und nicht du. Setzt schon wieder voraus, dass dein Gott existiert, an den du glaubst. Des Weiteren sind solche Menschen im Fanatiker-Modus. Das heißt, sie ordnen sich einfach den Regeln unter, dass ihnen ihre Sekte oder Religion aufgeschwatzt hat. Des Weiteren mache ich nicht die Regeln, sondern ich mache nur Feststellungen,
über die Regeln, die propagiert werden in diesen falschen Weltbildern und stelle fest, ob diese Regeln objektiv Sinn machen oder nicht und welche Regeln Sinn machen würden. Des Weiteren können sinnlose Regeln nicht von einem Gott stammen und mein Gott hat auch Regeln gemacht, die mir nicht gefallen, die aber Sinn ergeben und denen ich mich auch unterordnen muss. Dann Strohmann, ist der Staat schuld, wenn du ins Gefängnis musst, weil du jemanden ermordet hast? Bei so einem lächerlichen Gleichnis wird Unglaube mit Mord gleichgesetzt. Man muss sich wirklich die Frage stellen, wie es sein kann, dass man es objektiv nicht verdient hat, ins Gefängnis zu wandern, weil man zum Beispiel keinen Mord begangen hat, während man es auf der anderen Seite objektiv verdient haben soll, in der Hölle ewig zu brennen. Das ist ein Widerspruch. Nächste Ausrede. Aber Gott schickt dich nicht in die Hölle, du läufst dort selber hin. Wer legt fest, dass du automatisch dorthin läufst, wenn du nicht diesen einen Glauben hast? Und diese Aussage ist genauso sinnlos, wie zu behaupten, ein Computerspieleprogrammierer legt fest, dass jeder Mensch, der sich nicht einer gewissen Fraktion anschließt, dass sein Charakter automatisch gelöscht wird. Und diese Fraktion geht dann hin und missioniert, du musst dich unserer Fraktion anschließen, sonst wird dein Charakter gelöscht. Da sagt der andere Spieler, das macht doch keinen Sinn, warum sollte ein Programmierer so etwas tun? Da sagt die Fraktion, aber wir haben Beweise, wir haben hier ein Buch und da stehen Prophezeiungen drinnen. Da sagt der Online-Spieler, ja da und, es könnten auch Hacker gewesen sein, die das herausgefunden haben und niedergeschrieben haben. Also ihr seht schon, es macht einfach keinen Sinn, weil der Punkt ist, der Programmierer entscheidet, was mit dir passiert, wenn du dich dieser Fraktion nicht anschließt. Und genauso entscheidet auch ein Gott darüber, was mit dir passiert, wenn du nicht dieser einen Religion angehörst. Und das bedeutet wiederum, dass er dafür verantwortlich ist, was mit dir passiert, letzten Endes. Und deswegen schickt er dich im Endeffekt sehr wohl in die Hölle. Weil du läufst nicht bewusst dorthin, sondern automatisch. Und er legt fest, dass du das automatisch tust. Sollen die Bösen ungeschoren davonkommen? Sollen die Bösen in den Himmel kommen oder was? So eine Argumentation setzt voraus, dass es nur eine einzige Möglichkeit gibt, dass die Bösen zur Rechenschaft gezogen werden, nämlich die, dass sie ewig in der Hölle brennen müssen. So als ob es nur diese eine Möglichkeit gäbe. Und sobald es eine andere ausgleichende Gerechtigkeit gibt, dann ist dieses Argument einfach ad absurdum geführt. Ist der Arzt schuld, wenn du an einer Krankheit stirbst, weil du nicht zum Arzt gegangen bist? Setzt voraus, dass wir uns alle in so einer Situation befinden. Der Arzt ist kein Gott, der die Regeln für Krankheiten geschaffen hat, so wie ein Gott die Regeln geschaffen hat, dass wir immer kränker werden, dass wir irgendwie geistig tot sind, solange wir nicht mit ihm gehen. Des Weiteren würde ein Arzt auch gegen den Willen des Patienten ihn behandeln, aber der allmächtige Gott, der würde das nicht, obwohl er es könnte. Ist auch ein Widerspruch. Auch kann man das nachprüfen ohne Religion, weil wir können jeden Tag sehen, dass Menschen das Krankenhaus verlassen, unabhängig von unseren Weltbildern, während die Hölle etwas ist, was erst danach passiert. Also wir können es nicht nachprüfen, beim Arzt jedoch schon. Dann kommen solche verzweifelten Aussagen wie, hör auf über Gott zu lästern. Setzt schon wieder voraus, dass dieser Gott existiert und man macht einfach Feststellungen zur Gotteslästerung, weil man eine Ausrede braucht, um alles einfach vollkommen willkürlich zu falsifizieren, was ich feststelle. Das heißt, alles, was ich feststelle, wird einfach als Gotteslästerung schubladisiert und dadurch ist automatisch alles falsch, was ich sage. Also billig machen es sich nur Fanatiker, die verzweifelt sind. Das kommt alles aus deinem Verstand und der ist viel kleiner als Gott. Und deswegen ist alles falsch, was ich sage. Nur weil ich meinen Verstand benutze, im Gegensatz zu dir. Das ist wieder ein willkürliches Schubladisieren. Der Gott, der in meinem Kopf existiert, nach dem Motto, ist größer als dein Verstand und deswegen ist dein Verstand weniger wert als mein Gott in meinem Kopf. Einfach nur eine Ausrede, damit man sagen kann, alles, was aus meinem Verstand kommt, sei falsch. Und da muss man sich auch die Frage stellen, wenn mein Verstand nicht das sagt, was dein Gott sagt, warum gibt er mir dann so einen Verstand, der mit der Wirklichkeit von deinem Weltbild abweicht? Das macht doch keinen Sinn, wenn dein Weltbild die Wahrheit wäre. Und solche Menschen sind diejenigen, die ihren Verstand an den Nagel hängen. In der Bibel steht, dass wir den Verstand ans Kreuz nageln müssen und dass jeder, der sich auf seinen Verstand verlässt, der sei verflucht. Und im Koran steht, die Muslime sagen, dass man die Gebote und die Anordnungen Allahs und die Regeln Allahs nicht in Frage zu stellen hat. Das ist alles Gehirnwäsche, um den Menschen den Verstand abzutrainieren, damit sie nicht mehr in der Lage sind, das zu hinterfragen, was einfach behauptet wird, was keinen Sinn ergibt.
Du willst doch nur weiter sündigen, ist auch so eine Ausrede, die immer wieder kommt, wenn Menschen nichts mehr zu sagen haben. Der Grund dafür, warum ich nicht an die Hölle glaube, ist nicht, weil ich Sünden begehen will, sondern weil ich rationale Gründe habe. Oder die Ausrede: Wenn Gott das Gute liebt, dann muss er auch das Böse hassen. Erstens, damit machst du Gott zu einem Sklaven seiner Gefühle. Das heißt, er hasst das Böse, wodurch er in seinem Zorn das Böse zerstören möchte. Zweitens, du machst Projektion, weil der Mensch denkt nämlich so. Zum Beispiel liebt der Mensch Ehrlichkeit und hasst es daher, wenn ein anderer Mensch lügt. Ja? Und das ist deswegen so, weil der Mensch ja schließlich Schaden nehmen kann. Ein Gott kann nicht Schaden nehmen. Und aus diesem Grund ist das kein Argument. Und gleichzeitig ist Hass die Abwesenheit von Liebe, was ein Widerspruch zu Gott ist, weil Gott ist die Liebe selber und kann somit niemals Hass zum Ausdruck bringen. Ein Gott ist einfach nur der Beobachter, der feststellt, was ist, ohne dabei negative Gefühle zu empfinden. Das machen nur wir Menschen. Oder die Ausrede: Aber Gott hat den Menschen doch gewarnt. Und nein, das hat er ganz sicher nicht. Alte Geschichten sind kein Beweis und kommen jetzt nicht mit Sodom und Gomorra. Da gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, wie das zustande gekommen ist. Vielleicht waren es irgendwelche Außerirdischen. Das ist kein zwingender Beweis dafür, dass Gott die Menschen vor der Hölle gewarnt hat. Die Überzeugung von einzelnen Menschen sind keine Beweise. Nur weil du zum Beispiel überzeugt bist, dass es eine Hölle gibt, dann heißt es noch lange nicht, dass es sie gibt. Und außerdem, warum warnt er uns jetzt nicht davor? Ja, wo ist der Punkt, dass Gott uns alle ganz klar warnt: Wenn wir jetzt nicht konvertieren, dann müssen wir in die Hölle kommen? Irgendwelche Fanatiker, die das immer wieder propagieren, das ist keine Warnung Gottes, das ist nur die Warnung von dem, was in deren Köpfen sich abspielt. Und zu sagen, dass zum Beispiel der C-Virus eine Warnung wäre, das ist reine Interpretation und sonst gar nichts. Es gibt nicht einen einzigen historischen Beweis dafür, dass Gott uns vor der Hölle gewarnt hat. Nicht einen einzigen. Es wird immer nur so hininterpretiert. Du hast die Rechtleitung Allahs nicht oder du hast den Geheiligen Geist nicht. Wird auch immer wieder gesagt. Dann muss man sich die Frage stellen, warum du es nicht schaffst, meine Argumente zu widerlegen, aber ich es schaffe, deine Ausreden zu widerlegen, deine Argumente zu widerlegen. Des Weiteren ist der einzige Grund dafür, warum du denkst, dass du weißt, dass du die Rechtleitung Allahs oder des Heiligen Geistes hast, einfach der, weil deine Gefühle es so sagen. Ja, zum Beispiel gibt es Christen, die sagen, dass sie keine Sünde mehr ertragen und dementsprechend können sie nachvollziehen, warum ihr Gott Leute in die Hölle schickt, nach dem Motto: Es gibt in der Bibel diesen Vers, es ist besser, dass du dein Auge rausreißt, anstatt dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Das heißt also, deine Gefühle wurden einfach durch Programmierung manipuliert, sodass du denkst, bei dir ist es anders, du hättest irgendwie die Rechtleitung oder so ähnlich. Dabei bist du einfach nur manipuliert worden. Und ich kann genauso gut sagen, dass du das erwachte Bewusstsein nicht hast. Das erwachte Bewusstsein ermöglicht es mir, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind, wodurch es mir möglich ist, Feststellungen darüber zu machen, was objektiv wahr ist und was objektiv nicht wahr ist. Im Gegensatz zu dir. Nächster Punkt, es ist auch von Leuten, die nichts mehr zu sagen haben: Du bist ein Besserwisser. Nein, ich weiß es einfach nur besser als du, weil ich meinen Verstand benutze und weil ich nicht der Anhänger einer falschen Religion bin, im Gegensatz zu dir. Mit dieser Aussage, du bist ein Besserwisser, wird schon wieder argumentiert: Ja, du meinst ernsthaft, dass du es besser wüsstest als Gott. Ich weiß es nur besser als du es glaubst, weil ich rationaler bin als du. Ein Moslem hat mir mal gesagt: Kann doch Allah egal sein, was mit dir nach dem Tod passiert. Nun, also ein allbarmherziger Gott, dem sollte das eigentlich nicht egal sein. Und warum schickt er dann so viele Propheten, wenn es ihm so egal wäre? Und es ist genau andersrum. Es ist ihm in umgekehrter Form nicht egal, was mit mir nach dem Tod passiert. Er hat Gesetze erschaffen, die dafür sorgen, dass meine Haut in der Hölle immer wieder nachwächst, damit ich auch ja jeden Tag leiden muss, weil dem Allah es offensichtlich extrem wichtig ist, dass ich in der Hölle so richtig, 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 richtig leiden muss, weil er dadurch seine Rache bekommt, weil der Allah ein kleines, ego-gesteuertes Mädchen ist. Es gibt doch diesen Vers im Koran, wo es heißt: Wir lassen die Menschen länger leben, damit sie mehr Sünden begehen, damit ihre Strafe noch schmachvoller wird. Applaus Allah. Das ist ein ego-gesteuertes kleines Mädchen, das von Rache zerfressen ist. Und der Yahweh genauso. Willst du wirklich das Risiko eingehen? Das ist Pascalsche Wette, die funktioniert deswegen nicht, weil es zwei Vorstellungen von der Hölle gibt. Nicht nur die christliche, sondern auch die islamische Vorstellung.
Das heißt, wenn es eine Hölle gibt, dann beträgt die Wahrscheinlichkeit 50 zu 50. Und wenn es noch andere Höllen gibt, dann sinkt deine Roulette-Chance noch weiter. Des Weiteren ist das Risiko in Wirklichkeit, dass die Hölle beträgt, dass die Hölle existiert, 0%, 0, 0,0, weil ich bereits längst widerlegt habe, dass dieser Ort existiert, und ich tue es weiterhin und ich beweise es auf meinem Kanal immer wieder. Es gibt keine Ausreden dafür und es gibt keine Beweise dafür, aber es gibt Beweise dagegen, wie ich es bereits erklärt habe. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Hölle existiert, ist 0%. Gott sagt, dass es die Hölle gibt, und dann müssen wir ihm das auch glauben. Das Einzige, was du hast, ist ein Buch, das andere Dinge beweisen kann, wie zum Beispiel irgendwelche Prophezeiungen zum Beispiel oder wissenschaftliche Wunder. Aber dass die Aussage in der Bibel oder im Koran, dass es eine Hölle gibt, ist und bleibt nach wie vor eine leere Behauptung. Wenn du beweisen willst, dass alles wahr ist, was in der Bibel und im Koran steht, dann musst du auch jeden einzelnen Satz belegen können. Kannst du aber nicht. Und wenn dieses Buch Fehler hat, und es reicht nur ein einziger Fehler, dann ist dieses Buch nicht von Gott, und somit ist die Argumentation, dass diese Aussage, dass die Hölle existiert, von Gott kommt, ad absurdum geführt. Und unlogische Behauptungen, wie zum Beispiel die Hölle, können nicht von einem Gott stammen. Die Leute, die sich mit der Reinkarnation kein bisschen auskennen, meinen, sie müssten jetzt hierher gehen und die Reinkarnation logisch widerlegen. Sie sagen zum Beispiel so etwas wie: Reinkarnation bedeutet, ich muss sofort wiedergeboren werden und auf diesen blöden Planeten. Ich will lieber in den Himmel. Außerdem ist da kein Lerneffekt. Erstens, du wirst nicht sofort wiedergeboren auf der Erde, sondern du kommst in eine geistige Welt, die dir entspricht, die deine Innenwelt widerspiegelt. Und zweitens hast du sehr wohl in der Reinkarnation einen Lerneffekt, weil das genau der Sinn der Reinkarnation ist, weil du nach einem Leben deinen Weg zur Vollkommenheit nicht abgeschlossen hast. Des Weiteren gibt es Leute, die solche Argumentationen bringen, weil sie müssen versuchen, künstlich mit Desinformationen die Reinkarnation schlecht zu machen, um in die Hölle im Vergleich dazu besser und sinnvoller aussehen zu lassen. Und daran merkt man einfach schon wieder, wie verzweifelt diese ahnungslosen Fanatiker sind. Kannst du Gott gerecht werden? Warum hast du den Himmel verdient? So nach dem Motto. Das ist ein rein christliches Argument, setzt voraus, dass eine Sünde alleine dich daran hindert, in den Himmel zu kommen, was ein rein christliches Dogma ist. Das ist ein reines Zahlenspiel in deinem Kopf. Du glaubst daran, dass eine Sünde auf deinem Sündenkonto ausreicht, damit du nicht in den Himmel kommst, was komplett lächerlich ist. Einfach eine Behauptung. Und ich möchte euch jetzt ein Gleichnis mit einem Computerspiel liefern, damit das ein für alle Mal aus der Welt geschafft ist. Nehmen wir mal an, wir setzen alle einen virtuellen Wirklichkeitshelm auf, dann spielen wir ein Spiel und dann setzen wir den virtuellen Wirklichkeitshelm wieder ab und sind wieder in der realen Welt. Alles, was du in dem Spiel getan hast, hat mit deiner realen Welt überhaupt nichts zu tun. Alles, was du getan hast in der Spielewelt, bleibt auch dort, und das musst du quasi digital karmisch wieder abarbeiten, indem du den virtuellen Wirklichkeitshelm wieder aufsetzt und dann wieder in die digitale Welt zurückkehrst. Das ist objektiv viel sinnvoller. Dann, was auch von sehr unbewussten Menschen gesagt wird, ist: Alles Satans Fallen und du fällst auf alle rein. Nun, seit wann sind bitte Feststellungen Satans Fallen bitte? Das tust du einfach ab, weil dir nichts Besseres einfällt. Des Weiteren arbeitet Satan mit Fallen. Er macht dir weiß, dass du die Falle durchschaut hättest, was die eigentliche Falle ist. Und es ist ein extrem schwacher Maßstab für diese lächerliche Behauptung, weil du sagst einfach nichts anderes als: Du argumentierst gegen mein Weltbild, also bist du automatisch gegen Satan hineingefallen. Wenn du eines Tages vor Gott stehst, wirst du keine Ausreden mehr haben, wird auch immer gesagt, und zwar von den Menschen, denen wirklich jedes Argument ausgegangen ist. Und solche Menschen machen aus meinen Feststellungen einfach Ausreden, und du sagst einfach, dass Gott für dich die Argumentation wieder übernimmt, weil du es nicht kannst. Und die Wahrheit ist einfach, dass du jetzt schon keine Ausreden mehr hast. Die Gründe dafür, warum du jetzt immer noch an die Hölle glaubst, sind genau drei. Erstens, du willst einfach nur Recht haben. Zweitens, du hast einfach nur Angst. Und drittens, du hast Minderwertigkeitskomplexe. Weil solange du an die Hölle glaubst, hast du einen Wert. Ja, dann bist du der wichtige Missionar, der sich wertvoll fühlt, weil du der große Held sein kannst, der die Menschen vor der Hölle rettet. Ja, das ist einfach nur ein schwaches Selbstwertgefühl. Das heißt, du willst weiterhin an die Hölle glauben, weil du nicht weißt, wie du ansonsten dein Selbstwertgefühl pushen kannst. Oder noch schlimmer, es gibt Menschen, die machen ihr Selbstwertgefühl davon abhängig, dass sie andere Menschen als unendlich schlecht Schublade sehen müssen, um im Vergleich dazu selber besser auszusehen. Das heißt, die müssen andere Menschen schon in der Hölle sehen,
damit sie sich über diese Menschen stellen können. So schwach ist das Selbstwertgefühl von manchen Leuten. Und das sind auch diejenigen, die andere Leute dafür auslachen, dass sie in die Hölle kommen. Das, was einfach nur krank ist. Und all diese drei Gründe, die du jetzt noch hast, sind nichts weiter als reine Ego-Nummern. Davon musst du dich lösen, davon musst du dich befreien. Ich verspreche dir, wenn du nicht mal an die Hölle glaubst, wirst du dir die Frage stellen, wie dir nur diese drei Dinge wichtig sein konnten. Und du wirst andere Wege finden. Du wirst nicht mehr recht haben wollen, sondern einfach nur die objektive Wahrheit wissen wollen. Du wirst sogar dankbar dafür sein, dass du nicht recht hattest damals, als du noch an die Hölle geglaubt hast. Und du wirst auch andere Möglichkeiten finden, wie du dein Selbstwertgefühl pushen kannst. Vergiss die Hölle einfach und suche dir einen neuen Lebenssinn. Dein Lebenssinn bisher war nur, einfach nur nicht in die Hölle zu kommen. Und sobald dieser Lebenssinn wegfällt, weil du nicht mehr an die Hölle glaubst, kannst du dir einen konstruktiveren Lebenssinn suchen, sei es, dass du das Leben feierst, sei es, dass du die Welt besser machst, sei es, dass du deine Träume lebst oder sei es, dass du einfach Erfahrungen machst, die toll sind. Das hast du dir verdient. Es ist dein Geburtsrecht, als Mensch glücklich zu sein. Und die Hölle, die macht dir das kaputt. Das ist einfach nur eine Psychofolter, die dich daran hindert, das Leben zu leben, das dir rechtmäßig zusteht. Gott sagte, es gibt keine Hölle, außer der, dass du dies nicht weißt. Aus Gespräch mit Gott, Band 1 von Neil Donald Walsh. Warum der Mensch auch anfällig dafür ist, an die Hölle zu glauben, ist es, weil erstens die Eltern unsere Götter waren, in unserem kleinen Universum, als wir noch Kinder gewesen sind. Sie haben uns ermahnt und bestraft. Dadurch haben wir Projektion gemacht. Wir haben uns einfach nicht vorstellen können, dass es bei Gott anders wäre. Und warum ist es bei Gott anders? Weil er kein Mensch ist. Wir machen wir uns bewusst, die Eltern bestrafen uns, weil sie Menschen sind. Das heißt, wir können ihnen ihre Zeit stehlen, ihre Energie rauben oder ihnen irgendwie anders schaden. Aber einem Gott können wir das nicht tun. Von daher macht es keinen Sinn, dass er uns züchtigt. Weil die Eltern züchtigen uns ja nur deswegen. Meine Mutter nie, aber ganz viele andere. Um die Kinder daran zu hindern, den Eltern das Leben schwer zu machen, was bei einem Gott nicht der Fall ist. Bei Eltern schon, weil es nur begrenzte Menschen sind. Und das ist ein großer Unterschied. Die Frage ist auch, warum die Hölle erfunden wurde. Einfach aus Machtgier, weil irgendwelche machtgierigen Menschen die Soldaten erpresst haben. Du kommst in den Himmel, da bekommst du eine fette Belohnung, wenn du die Leute abschlachtest. Aber wenn du es nicht tust, kommst du in die Hölle. Und so konnten machtgierige Leute ihre Gebiete erweitern. Auch konnte man die Leute zu Ablasshandel und anderen Dingen erpressen. Du kannst, wenn du den Leuten von der Hölle erzählst, die zu allem erpressen, weil sie bereit sind, alles zu tun, nur um da nicht hinzukommen. Und drittens, damit du den Mächtigen nicht in die Quere kommst und damit du deine Zeit verschwendest, weil die Menschen haben duckweiserisch zugeschaut, sie haben einfach nur ihre Zeit daran investiert, nicht in die Hölle zu kommen. Sie haben geglaubt, dass die Welt hier gescheitert ist, so wie im Christentum, dass wir die Welt nicht besser machen können, weil das muss Gott für uns alle erledigen. Und im Islam wird behauptet, dass die Probleme dieser Welt eine Prüfung sind, wodurch es keinen Sinn macht, die Welt besser zu machen. Und dadurch hast du nicht den Lebenssinn, die Welt besser zu machen, sondern lediglich einfach nur nicht in die Hölle zu kommen, wodurch du deine Zeit auch entsprechend investierst und die Leute, die die Welt beherrschen und vom Leid anderer leben, einfach nur weniger Gegner haben, die sie aufhalten können. Das heißt, die Hölle ist einfach nur Mind Control, sonst nichts. Wenn du aufhörst, an die Hölle zu glauben, verschwindet auch die Angst vor ihr. Und du bekommst eine Freiheit, die unbezahlbar ist, wie es schon bei anderen Menschen gewesen ist, die vom Christentum und vom Islam abgefallen sind. Die Liebe Gottes. Das größte Versprechen Gottes von unserem pantheistischen Gott ist, es ist nicht vorbei, bis du gewonnen hast. Es wird für dich am Ende immer gut ausgehen. Du kommst in den Himmel und zwar einfach nur deswegen, weil du ein guter Mensch bist. Und weißt du, in welchen Himmel? In den Himmel, an den du geglaubt hast, den du dir gewünscht hast und das, obwohl du nicht an unseren Gott geglaubt hast. Lass das mal auf der Zunge zergehen, was für ein Unterschied das ist. Für unseren Gott bist du kein Müll, der entsorgt wird, sondern du bist für unseren Gott unendlich viel wert, im Gegensatz beim Allah und beim Yahweh. Deine Zukunft? Ich empfehle, dass du dich mit dem Kanal und der Liga der Pantheisten vernetzt. Der Kanal heißt
Pantheismus TV, welcher heute sein Jubiläum feiert, sein fünfjähriges Jubiläum, und ich bin selber stolzes Mitglied in diesem Verein. Ich kann dir diesen Verein nur empfehlen. Er ist eine sehr interessante und faszinierende Organisation, welche sich faktenbasiert und wissenschaftlich an die übersinnlichen Themen heranwagt. Und dort wirst du eine völlig neue Sicht auf die Dinge kennenlernen, und zu ändern, wie der Mensch denkt, ist unsere Mission. Schau dir diesen Verein an und du wirst sehen, es wird dein Leben komplett verändern. Pantheismus ist die Zukunft und die Alternative zu den Weltreligionen und das Sammelbecken für die Christen und Muslime, die jetzt vom Glauben abfallen. Willkommen im Club der von Hölle Geläuterten. Ich weiß, du hast jetzt viele Informationen erhalten. Entweder du läufst den Rest deines Lebens mit einem Knoten im Kopf durch die Welt oder du gibst zu, dass du einfach dich geirrt hast. Das ist keine Schande, aber jetzt hast du die Möglichkeit, dir all diese Dinge bewusst zu machen und so schlussendlich festzustellen, dass es keine Hölle gibt, aber dass es einen anderen Gott da draußen gibt, der dich liebt und der dir oder Verwandten nichts tut. Sei froh darüber, dass unser Weltbild die Wahrheit ist und nicht der Islam und nicht das Christentum, weil dann kannst du deine Verwandten, die keine Christen und Muslime waren, nach dem Tod im Paradies trotzdem wiedersehen. Sei dankbar. Sei froh darüber, dass du dich irrst und wir nicht. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche dir alles Gute und ganz viel Segen für dich und eine wunderschöne Zeit ohne Hölle. Danke, danke, danke. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.